Hi und grüß euch zur Very Important Brettljause. Heute hier vom Gewandhaus in Salzburg. Und heute haben wir zu Gast den Max und den Gerhard Gössl. Und wir stehen direkt vorne draußen, vorm Gewandhaus auf der Wiese. Das Wetter ist sensationell. Und ich glaube, wir sind schon gespannt, was uns zum Sagen haben, die zwei. Ja, wir freuen uns jetzt auf ein paar Insights, auf ein paar spezielle Geschichtenfeier. Ja, es wird sicher eine coole Brettljause. Legen wir los. Give me red lipstick and a poppy red rouge, a shingle bob haircut and a shot of good booze, and hurry home, sweet, sweet daddy, and don't you take your time, you wait too long, your mama will be gone. Willst du in den Tisch? Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zur Very Important Brettljausen. Herzlich willkommen Max und Gerhard Gössl. Freut uns wirklich extrem, dass wir heute bei Ihnen da vom Herzstück quasi Errungenschaft, also wirklich fast Markenzeichen auch für die Marke Gössl, dass wir da vorne heraus in der traumhaften Wiese, in dem traumhaften Park das Interview führen dürfen. Ja. Ja. Wie ist das eigentlich? Ihr seid ja schon lange genug jetzt im Geschäft, auch schon in dritter Generation. Wie beobachtet man die Entwicklung der Läden, was man sagt? Weil es ist immer mehr alltagsfähig, das merkt man natürlich jetzt selber auch, aber hat es da einen bestimmten Zeitpunkt gegeben, wo der Knackpunkt war, wo das so verstärkt auftreten ist, wie es jetzt gerade aktuell ist? Naja, das gilt, was ich jetzt sage, gilt nicht nur für die Lederhosen, sondern auch für die Tracht insgesamt. Mhm. Damals, wie der Finanzmarkt Crash war, dann 2008, hat man sich stärker auf Tracht besonnen und auf Sicherheit eigentlich. Es war ein Sicherheitsaspekt. Und ab da ist eigentlich mit dem Dirndl und mit der Lederhosen richtig aufwärts gegangen. Ne? Wir haben da jetzt zwei Modelle quasi hergerichtet, genau. Oder hergekriegt ist. Dabei hätten wir es eh an. Ich hab das sogar an. Müssen wir nachher noch einmal so ein Close-Up machen auf den Hosen. Die Lederhose hat uns gefehlt. Wir haben jahrelang eben auf dieser Hanfhose, die gemacht ist wie eine echte Lederhose. Die haben wir sehr gut sozusagen verkauft und auch hat viel Respekt gefunden. Manche wollen halt eine richtige Lederhose. Und dann haben wir gesagt, wenn wir schon Lederhosen machen, dann machen wir über die beste. Und das fängt schon mal mit Leder an. Und das ist nicht so einfach. Und deswegen haben wir lange eine gewisse Berührungsscheu gehabt. Und erst wie sichergestellt war, dass wir das richtige Leder bekommen, nämlich das allerbeste, heimischer Hirsch, sämisch gegerbt und so weiter. Da, und auch einen Herstellerbetrieb, der über das Know-how verfügt, erst da haben wir begonnen. Also ich glaube, da erwartet uns einmal ein Shopping-Trip. Ich glaube auch, ja. Also, hilft nichts. Können wir gleich heute machen. Ja, das passt, denke ich wieder. Ja. Habe ich schon durchschaut. Ist der schönste Arbeitsplatz im Land, frage ich mich. Weil wenn ich mich da so umschaue, das ist ja wirklich sensationell. Also in so einem Gebäude da zu arbeiten, das ist schon, also da herzufahren in der Frühzeit arbeiten, das ist schon, glaube ich, was Spezielles, was Schönes. Zweifelsohne, ja. Also ich glaube, da, wenn man so Mitarbeiter fragt, soweit ich das höre, ist das so. Natürlich ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man dann im Büro sitzt und rausschaut und alle sitzen da draußen auf der Terrasse. Stimmt, oder liegen im Liegestuhl und man schaut auf die Berge aussehen. Aber grundsätzlich natürlich, es ist schöner, als ich schaue auch sonst irgendwo hin. Ja, wirklich ein Wahnsinn. Und generell, darum spreche ich das auch mit den Mitarbeitern, da hilft dann so diese Marke, was man sich aufbaut, da ist ja wirklich weit über die Grenzen bekannt, Gössl, und auch so der Qualitätsanspruch oder das ist ein Markenzeichen für Qualität und für traditionellen Trachten, aber auch modernen Lifestyle. Inwieweit hilft dann das bei der Mitarbeitersuche oder bei der Lehrlingssuche zum Beispiel? Ja, also ganz grundsätzlich würde ich schon sagen, nicht nur das Gewandhaus hier, sondern wir haben ja auch vor einigen Jahren den Schritt in den Einzelhandel gewagt und haben sozusagen Gössl-Geschäfte gemacht. Und das hat für unsere Marke schon sehr viel gebracht, in Kombination mit dem Gewandhaus, das ist ziemlich einhergegangen. Weil wir natürlich sichtbarer wurden. Also ein Markenträger, das Gewandhaus. Gell? Genau. Wie viele Geschäfte gibt es da quasi außerhalb von Salzburg? Also wir öffnen laufend neue. Mhm. Das heißt, momentan haben wir ca. 45 Geschäfte, wovon ein großer Anteil von Selbstständigen, also von Franchise-Partnern betrieben wird. Das ist auch grundsätzlich unser Ziel. Ja. Wir wollen vor Ort Leute haben, die vor Ort ansässig sind und die ihr eigenes Geschäft machen. Ja. Wir sind ihr Partner. Ja. Das haben wir an vielen Standorten so.
und da sind wir laufend auf der Suche nach neuen. Also wir sind sehr expansiv. Wir haben jetzt nächstes Monat sperren wir in Krems noch auf. Haben wir das geschafft und haben in den letzten 12 Monaten 8 Geschäfte eröffnet. Wenn ihr jetzt Franchise ansprecht, gibt es auch da Ambitionen, das Ganze zum Beispiel auf andere Märkte zu erweitern, sei es jetzt asiatisch, Raum in Europa weiter, gibt es da irgendwelche Ambitionen? Naja, wir sind jetzt mittendrin in unserem Aufbau, an einem Kernmarkt mit den 45 Geschäften. Gehen wir davon aus, dass wir knapp die Hälfte abgedeckt haben von dem, was im Kernmarkt möglich ist. Kernmarkt bezeichnen wir jetzt einmal den deutschsprachigen und vor allem den Alpenraum, aus Südtirol gehört da dazu. Ja. Und wenn wir den einmal haben, ich meine, wir haben sehr viele internationale Kunden in unseren Geschäften, sei es jetzt Amerikaner, wir haben auch Russen, wir haben auch Asiaten. Australier. Und gerade vom angloamerikanischen Raum hören wir immer wieder, ihr werdet doch genau das Richtige. Bei uns, das wird noch gut reinpassen. Natürlich dann nicht alles, wenn es zu trachtig wird, nicht mehr, aber wir bieten ja sehr viel, ein breites Spektrum an. Ja. Und ich sage mal so, wenn man den Kernmarkt zufriedenstellend bewirtschaftet, dann reden wir weiter. Ja. Ich weiß, ich habe das Thema schon 100 Mal durchgehauen jetzt in den Medien, aber es ist trotzdem interessant, fällt es dann schwer, jetzt gerade wenn man so lange im Betrieb ist, sich immer weiter ein bisschen zurückzunehmen oder sagt man, das ist jetzt gut so, wie es ist und man ist froh, wenn man weiß, das ist jetzt... Oder ist das überhaupt der Fall? Oder ist das überhaupt der Fall, ja. Nein, es fällt überhaupt nicht schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eher eine wesentliche Erleichterung. Jetzt, wenn ich das so klingt, das so aufgelegt, aber es ist wirklich so, wenn man weiß, dass es in guten Händen ist. Ja. Und wenn man sozusagen final was delegieren kann, sage ich jetzt, ab jetzt machst das du und ich kontrolliere das auch gar nicht mehr und du wirst das mindestens so gut machen wie ich. Mhm. Nein, ist überhaupt kein Trennungsschmerz dabei. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so cool und dafür schätzt man, glaube ich, auch, es gibt keinen so Trends, billige Trends etc. Es macht wirklich ein Produkt und das passt auf den Punkt. Die Details. Natürlich, also wir würden eher sagen, wir sind, was unsere Marke ausmacht, ist ein bisschen dieser Spannungsbogen zwischen Innovation und Tradition. Ja, ja. Das heißt, wir haben schon den Anspruch, dass wir eigentlich die führende Marke sind. Ja. Wir haben 1 Million Pforten verkauft in der Zwischenzeit und das ist richtig viel für unsere Größenordnung. Das ist eine große Firma, sind wir ja gar nicht. Ja. Und die Handarbeit. Das ist eine hochkomplexe Geschichte, nämlich echte Handarbeit, Handstickerei und all diese Dinge zu machen. Und das Ganze in Europa, nämlich nicht in Fernost, sondern in Mitteleuropa. Das tut sich ja keiner mehr an. Ja. Und das gehört zur Tracht dazu. Und wir sagen, bitte, nur weil es ein paar Euro vielleicht billiger wäre in China oder in Indien, deswegen machen wir es noch lange nicht dort, weil das ist Teil unserer kulturellen Identität, wie schon gesagt, und die gehört daher und wir sollten es auch nicht verlernen. Ja, also es tut auch der Tracht gut, wenn sie sich mit Neuem auch anfreundet, bei allem Traditionsbewusstsein. Mhm. In dem Moment, wo sie stehen bleibt und nur festgeschrieben ist und so und nicht anders, dann trägt sie möglicherweise den Keim des Untergangs in sich. Amsal mit den Hirschen und so, das habe ich gefunden, lustigerweise, in einem Fragment von einer alten Lederhose. War nur mit der Hälfte da, das andere war schon verfault. Das haben wir dann finalisiert sozusagen. Aha. Cool. Und das ist jetzt eine ursteirische Lederhose. Wirklich vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir werden jetzt da über die Jausen herfallen, glaube ich. Ja. Also ich müsste dann zurückgehen, glaube ich, weil wir werden da... Es wäre ewig schon um die schöne Lederhose. Muss aushalten. Ja, danke schön, dass ihr gekommen seid. Ich meine, es war für uns die Anfrage erst ein bisschen überraschend, dann haben wir uns auch nicht ausgehend. Und dann haben wir gesagt, was ist das wirklich? Und dann haben wir gesehen, was es ist. Und gesagt, das machen wir sehr gerne. Das passt recht gut zusammen. Es hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Give me red lipstick and a poppy red rouge. A shingle bob hair.